So, moin Leute, neuer Tag, neues Video. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen hier am Wasser. Wir haben das Boot schon aufgepumpt und es liegt drin. Wir machen uns jetzt ready und dann geht's mal zum Spot. Gucken, was heute so kommt. Vielleicht kommen ja ein paar Barsche, vielleicht auch ein Hecht oder so. Zander sind auch gut drin. Ich bin mal gespannt, was abgeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Da hinten ist noch der Kollege. Den zeigen wir auch nochmal schnell. Moin Digga, was erwartest du heute? Naja, paar Barsche, Hecht. Also optimal. Tag ist gut, Wetter ist gut. Ich Mücken würde sind sagen, klasse. Mücken sind scheiße. Ich würde sagen, wir greifen an. Ich schnalle dich vorne an die Brust und dann geht's ab. Wir stehen jetzt direkt auf der Kant. Wind auf der Kant, Fisch in der Hand. Oh yeah. Aber da ist immer noch extrem flach. Oh. Ein kleiner Anfasser auch gehabt. Da habe ich einen kleinen Anfasser gehabt. Gehabt. Oh, bitte lass mich doch einfach mal hier einen Waller fangen, Alter. Tief ist es vor uns nicht. Aber das Problem ist, die Kante ist hier aber auch nicht. Ja, erstmal. Opa. Opa. Das hat vorher schön barschmäßig gezoppelt, weißt du? Ich dachte, das war es jetzt. Ja. Digga. Was ist das? Hast du Wetter? Ich hab einen Stock in der Hand, Alter. Leicht mein Ding. Guck mal, was das für ein Riesenbaum ist da unten. Draufstehen. Ja, aber das ging nur von 60 cm in anderthalb rein, das war's. Fisch? Kraut, wa? Ja. Kraut? Aber auch dann so, Naturflächen, die eigentlich hier stehen. Also kann es natürlich sein, dass die da mehr dran stehen da hinten, aber. Krass, Alter, wie trüb ist das? Ja, das ist sicher geil eigentlich, aber. Ja, Kraut wie Kraut. Mir gefällt das hier noch nicht. Ich will auf die richtige Kante, da wo es ins Tiefe geht. Wir setzen gleich noch um. Hecht oder was? Voila. Der macht gar nichts, siehst du das? Karpfenbrasse? Suchtet euch aus. Der macht ganz schöne Schläge, wa? Oder doch ein Biber? Das wäre jetzt traurig. Oh. Ja. Alter. Zander. Zander, großer, ja. Ja, den musst du jetzt ausdrillen.
Da muss ich gar nichts austrennen. Der ist da. Das ist nur deiner jetzt. Was sagst du? Wichtig und richtig. Digga, der, ja. Auf dem Spinmat. Auf dem Spinmat. Du hast vorhin noch gesagt, Spinmat liefert nicht, wa? Aber auch wieder absolut flach. So, wir verarzten ihn mal kurz und dann heide jalla. Richtig und richtig. Digga. Kennst du noch einen Plan? Nee, ich glaube, ist ein Barsch. Das ist aber ein guter. Ja, fühlt sich nicht verkehrt an, aber... Oh, ich dachte gerade ein Mini-Zander. Kleiner Flittenbarsch. Hey, der Bisse aber stark. Ja, das eine Mal, wo die Route so gewackelt hat, ich dachte, was ist die letzte? Der Biss war gut. Der wollten aber, kicken die mal bis zum Schlund. Geil. Der wollten. Und rein mit dem Kleinen. Der hat ihn ganz schön attackiert, wa? Das erste Mal war er, glaube ich, aber ein größerer. Der hatte richtig... Ja. Ups. Da hinten in der Ecke stehen sie. Ich dachte mal open and early, wa? Wir müssen ja, ich glaube auch. Glaubst du jetzt daran? Nö. Alter, Digga, in Zesen war so krank, ich habe nichts gefangen. Elvis angemacht, erster Wurf danach. Oh, fuck, der war geil. Scheiße. War auch ein guter Barsch. Nochmal? Ja. Ja, auf jeden Fall. Oh, fuck, Alter, was war das für ein Einschlag? Bro. Ah, das ist glaube ich kein Fisch. Und wenn ja, Digga, dann was ganz komisches. Auf volle Distanz. Macht nichts, ne? Sieht mir nicht nach Fisch aus. Jetzt noch mal gleich aus dem Wasser, oh. Digga, gar keinen Bock. Digga, hat aber vorher gezottelt. Sonst hätte ich nicht angehauen. Naja, oder du hast jetzt Zander. Ein Kilo Zander. Oh, was ist denn das? Oh, ein Baum. Lass uns mal da hinfahren, der Futter ist eh tot. Aber da hinten waren die guten Barsche. Warte, ich hole den Dings hier hoch. Das bewegt sich jetzt, das sehe ich gerade raus da. Guten Leute. Alles klar, Juti, dann machen wir das morgen so. Alter, Alter, Miguel, Alter, hopp, Alter. Was sagst du bis jetzt? Ist okay. Jetzt noch ein paar Barsche zotteln und dann ist alles gut, oder? Wäre nicht schlecht bei der Tiefe hier. Jetzt noch ein paar Barsche rausholen, 2 Zander, 3 Hechte, 5 Aalande, 6 Brassen, 100 Plötzen und dann ist der Tag okay, oder? Ich begreife das immer noch nicht. Das sind schöne, was ist denn los mit deinem Mad Max? Ich dachte, das ist eine Zauberwaffe. Was fischt er? Maddie. Immer noch? Ja, naja, ich muss ja mal einen Fisch drauf fangen. Oder halt Kraut. Digga, das hast du nicht angefangen. Ja. Hast du gesehen? Oh, war ein guter Barsch. Da. Was Marketing? Sag nochmal, du Arsch. War ein guter Barsch. Ja, der ist übelst hinter mir gekommen. Wie schnell der war, oder? Oh, ist doch gut. Ja. Guck mal, wirf hin. Ey, der Tag ist beste. Auf dem Mad Max. Das sind schöne, du laberst doch keinen Scheiß. Das ist Marketing. Perfekt. Quick Release. Was wird der gehabt haben? 20? 23? Guck mal da. Guck mal da. Oh. Oh. Hast du gesehen? Ach komm. Ich kann sagen. Spotgeier. Boah, Digga, wie viele Barsche mir hinterherkommen.
Oh, ein guter. Diesmal. Zählt er jetzt gefangen? Der zählt jetzt gefangen. Ein sehr guter. Digga, hat Reiches gehangen übelst oder ein Bicker? Naja, was heißt ein sehr guter, aber... Also den will ich messen. Ach Digga, der hat 25 oder so, aber trotzdem. Auf dem Mad Max, der liefert. Mhm. Oh, ein Zander oder so. Nee, doch nicht. Oh, wieder ein großer Barsch. Wollen wir den mal aus Spaß einfach mal messen, damit wir wissen, wie groß der ungefähr ist? Was war das? Der hat 25. Wow. Aber du hast das weiter rechts rausgeworfen. So, geil. Jetzt haben wir hier einen Spot gefunden, wo ein bisschen Barsche gehen. Haufen kleine. Wir angeln uns mal durch. Vielleicht kriegen wir noch einen anderen. Ich würde sagen, ich greife weiter an. Ich mit einem Twitchbait, mein Kollege mit einem Shutterbait, genau. Shutter. Holen wir jetzt den raus. Nee, den wollen sie nicht. Warum auch immer. Den wollen sie auch. Wow. Wir gucken gleich. Vielleicht stehen im Tieferen noch welche. Ihr werdet das sehen. Ich montiere euch ran und Abfahrt. Naja. Ist doch okay. Schicker Barsch. Hol raus die Sau. Schön. Wenigstens mal einer, der wollte. See you later, Alligator. Ja, vielleicht ist der Ding sogar eine Nummer zu groß. Itzi bitzi. Itzi bitzi, der kommt mit dem Kopf raus zuerst. Der liegt sich auf dem Rücken. Dann werde ich ihm mal den Gefallen tun. Aufgegeben. Geil. Aber ein bisschen kriege ich. Aber ich hole die hier aus dem Tiefen raus. Also aus 3 Meter oder was das hier sind. Aber zwischendurch kommen auch mal ein paar kleine Barsche. Das merkst du dann sofort. Jetzt. Aus dem Tiefen raus, oder? Ja. Naja, so klein ist er ja nicht. So klein ist er doch ja nicht. Ups. Ja, hier mein Schnuckibär. Das hat der Nachteil an diesen Kitec-Dinger, ne? Den meisten. Dass die so Tournament-Gummis sind und dann quasi durch dieses Tournament-mäßige. Oh, jetzt habe ich ins Boot gerotzt. Dass die so schnell abgelöst sind? Oder? Ja. Es ist ein Fisch. Okay. Das sehe ich mal hier. Ah, ich dachte jetzt, weil die Bremse so geklickert hat. Ja, kann sich doch sehen lassen. Small man und. Und ab ist er. Nee. Mit dem Fisch, den ich da gefangen habe, nicht mehr. Vielleicht ist hier jetzt. Guck, das Fenster zu. Vielleicht haben sie jetzt Platz gemacht für ihre großen Barsch. Abgenommen. Nochmal Biss und hängt. Aber wirklich das klitzeklein. Na, so klein auch nicht. Weil die stehen. Obwohl, Spinnet oder Dart? Ich komme mal auf Spinnet. Der Einäugige. Ja, da kriegst du halt alle gleiche Größe, die du da hinten rauspuppelst, wenn ich da hinwerfe. Pass auf, ich schwör dir gleich wieder einen Fisch bei dem Wurf. Nippelt doch schon wieder einer dran. Ja. Habe ich gerade gesehen. Siehst du? Ja, das Problem ist aber halt, dass es anderswo halt nirgends, weißt du? Ja, das ist doch krass. Also ich meine, ich kann ja jetzt auch gleich noch. Wieder ein Schicker. Ein Schönling.
Naja, ich angel mich durch, die werden größer. Aber immer nur Stückchen. Richtig und richtig. Ja. Lang und dünn. Lang und dünn und abgefressene Schwanzflosse. Geht, oder? Nicht einer von der, also ja, Frequenz halt, wa? 15. Oh, meine Route geht ja halb runter. Schöner kleiner Bausch. Abfahrt. Nein, ins Wasser. Hoppa. Jawohl. Ich glaube, wir haben das magische Trio, wenn es kein Zander ist. Das Trio ist voll. Und Köder ist auch schon ab. Geil. Wir haben das magische Trio geschafft. Ey, wie geisteskrank ist das denn? Digga, es hat Klack gemacht und dann war er dran. Ich würde sagen, wir haben das erste Mal hier auf diesem See das magische Trio voll. Ich hole den Hecht mal raus, zeig euch den und dann gucken wir mal. Oi, oi, Miguel, heide, heide, heide. So. Hier haben wir die Rakete. Kein großer, aber das Trio ist voll. Mega geiler Fisch. Oh. Abgegleitet. Ab wieder. Ja. War aber ein guter, oder? Ja, und der war zweimal richtig. Okay, dann geht's weiter. Machen wir jetzt einen Doppelvoll oder einen Doppel-Trippelvoll? Oder? So, was ein Tag. Was sagst du dazu, Großer? Alles durch, der See ist durch. Der See ist durchgespielt. Zwar keine Riesenexemplare, obwohl der Zander doch recht geil war. Also, Trio voll gemacht, das ist geisteskrank. Ich hätte damit nicht gerechnet. Hättest du damit gerechnet? Das ist brutal. Ein geiler Angeltag neigt sich dem Ende zu. Wir sind gerade dabei, alles auf dem Boot zusammenzupacken. Dann geht es zurück zu der Stelle, wo wir das Boot rausnehmen. Zusammenbasteln und sowas. Mega geiler Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch Tight Lines, Petri Heil und haut was raus.